Guten Tag. Bin ich hier richtig in der Sprechstunde für das Berufsschullehramt für Ingenieure? Ja, da sind Sie richtig. Kommen Sie gern rein. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Also, ich habe auf einer Infoveranstaltung von diesem Studiengang gehört und möchte gern mehr darüber erfahren. Das Ingenieurstudium hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem die Gruppenarbeiten und die Referate. Die meisten Absolventinnen und Absolventen arbeiten ja später in der Industrie und einige bleiben in der Ingenieurswissenschaft, also an der Uni. Ich habe mich allerdings gefragt, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, bei denen ich viel Kontakt mit Menschen habe und mein Wissen vielleicht sogar weitergeben kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit meinem Bachelorabschluss in Metalltechnik einen Master of Education machen und später Berufsschullehrerin werden? Das stimmt. Wenn die Arbeit mit Menschen und das Vermitteln von Wissen Ihnen für Ihre berufliche Zukunft wichtig sind, könnte das Lehramt etwas für Sie sein. Hier an der Leibniz-Uni können Sie einen Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen studieren. Voraussetzung ist, dass Sie einen einschlägigen ingenieurwissenschaftlichen Bachelor- oder Diplomabschluss vorweisen, ganz gleich, ob Sie diesen an einer Hochschule oder an einer Universität gemacht haben. Aha, aber dauert ein Lehramtsstudium nicht eigentlich mindestens 5 Jahre? Und dann muss man doch auch noch ein Referendariat machen, oder nicht? Ja, richtig. Normalerweise schon. Ihnen als Ingenieurin wird mit dem LBS Sprint Ing Studiengang aber sozusagen ein Quereinstieg in das Lehramtsstudium ermöglicht. Lehramtsspezifische Kenntnisse, die bei anderen Lehramtsstudierenden bereits im jeweiligen Bachelorstudiengang abgedeckt waren, erwerben Sie in dem auf Ingenieure zugeschnittenen Masterstudiengang. Das heißt, Sie können in 4 Semestern den Abschluss Master of Education erwerben und haben sich damit dann für den Vorbereitungsdienst an berufsbildenden Schulen qualifiziert. Verstehe. Und welche Zugangsvoraussetzungen muss ich genau erfüllen? Um sich für den Studiengang einschreiben zu können, müssen Sie einen Hochschulabschluss in einem einschlägigen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang vorweisen. Das heißt, dass der Studiengang den beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik oder Metalltechnik eng verwandt sein muss. Wenn Sie über keine abgeschlossene, fachrichtungsbezogene Berufsausbildung verfügen, müssen Sie alternativ fachrichtungsbezogene Praktika im Umfang von 52 Wochen absolvieren. Die vollen 52 Wochen müssen Sie aber erst nachweisen, wenn Sie Ihre Masterarbeit anmelden möchten. Jetzt bin ich zwar Ingenieurin, aber wie ich nun Unterricht an einer Schule machen würde und was ich genau unterrichten würde, da kann ich mir noch nicht viel drunter vorstellen. Lerne ich das im Sprint-Ing-Studiengang? Aber natürlich, in Ihrem ingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudium haben Sie ja bereits ein großes fachtheoretisches Wissen erworben. Auf dieser Grundlage entscheidet sich dann auch, welche berufliche Fachrichtung Sie im Sprint-Ing-Masterstudiengang wählen. Also die Elektrotechnik oder die Metalltechnik. Nun geht es im Masterstudiengang Lehramt darum, diese berufliche Fachrichtung einschließlich der dazugehörigen Didaktik kennenzulernen. Im Unterricht müssen Sie später das Berufswissen vermitteln können, das Schülerinnen und Schüler für ihre elektrotechnischen und metalltechnischen Berufe brauchen. Neben der Didaktik der beruflichen Fachrichtungen belegen Sie auch Veranstaltungen aus dem Bereich Berufspädagogik. Okay, wird das Studium denn auch praxisorientiert sein? Also werde ich auch lernen, wie ich meinen zukünftigen Schülerinnen und Schülern dies Berufswissen vermittle? Auf jeden Fall. Für uns spielt im Studiengang für das Lehramt an berufsbildenden Schulen die Lernfeldorientierung eine große Rolle. Theorien und Methoden, beispielsweise der Unterrichtsgestaltung, werden Ihnen dabei helfen. Das können Sie bereits während Ihres Studiums in einem Berufsbildungspraktikum in einer realen Situation in der Berufsschule erproben. Nach Ihrem Studium stehen Ihnen dann viele Möglichkeiten offen. Neben dem klassischen Unterricht in Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, dem beruflichen Gymnasium oder der Fachschule können Sie auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder der Personalentwicklung tätig werden. Aber unterrichte ich dann nur eine berufliche Fachrichtung oder kommt wie in anderen Lehramtsstudiengängen auch ein Unterrichtsfach dazu? Genau. Im Masterstudiengang Sprint Ing studieren Sie neben der beruflichen Fachrichtung und der Berufspädagogik außerdem ein Unterrichtsfach. Aktuell können Sie dabei wählen zwischen den Fächern Evangelische Religion, Mathematik, Physik, Politik oder Sport. Interessieren Sie sich für Sport, müssten Sie sich allerdings auf eine Eignungsprüfung einstellen. Habe ich denn gegenüber den Studierenden, die ganz regulär Lehramt an berufsbildenden Schulen studieren, einen Nachteil? Keineswegs. Der Masterstudiengang Sprint Ing ist akkreditiert und wird wie der grundständige Studiengang bundesweit anerkannt. Sie werden die Studierenden des Lehramtes an berufsbildenden Schulen im Rahmen gemeinsamer Veranstaltungen auch kennenlernen. Außerdem bieten wir Ihnen an vielen Stellen Orientierung und kompetente Beratung. Sowohl in der Leibniz School of Education, dem Institut für Berufspädagogik, als auch bei den Ansprechpartnern für Ihre berufliche Fachrichtung finden Sie Sprechstunden und Orientierungshilfen. Fantastisch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir einen ersten Einblick in den Sprint-Ing-Studiengang zu geben. Sehr gerne. Vielleicht kann ich Sie ja demnächst als Sprint-Ing-Studentin hier an der Leibniz-Uni begrüßen.